Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019 hier bei Heisenberg Zockt. So, Japan. Den Mantel des Schweigens über Japan, meine Güte, das war halt auch nichts. Einmal wieder, einmal gewinnen wir, einmal werden wir Letzter, unmöglich. Ja, eben, einfach hinterhergefahren. Das Setting war halt einfach nicht das Richtige. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge genug gesagt, aber eben, ja, wenn man halt auf der Geraden nicht hinterherkommt, dann nützt es nichts, wenn man in den Kurven schneller ist wie die anderen, weil die fahren dann wieder davon. Also, jetzt habe ich für das nächste Rennen, das ist in Mexiko, ein relativ gutes Setting wieder erwischt, war wieder Mercedes, wir werden es dann gleich sehen. Hab ein, zwei Runden fahren können und festgestellt, doch, das gefällt mir, das ist bestens. Also ich würde sagen, wir düsen mal dahin und schauen mal, was wir da reißen können. Mal sehen, wer die schnellste Maus von Mexiko wird, vielleicht wir. Müssen wir uns aber anstrengen, das ist auch ganz klar. So, Dele. Auf geht's, es lädt und lädt und lädt, man lasse mich spielen. Ich habe mal das Gaspedal noch mal ein bisschen festgezurrt auf diese Anti-Rutschmappe. Mal gucken, ob es was bringt. Wir werden noch rausfinden. Wir werden vieles rausfinden. So, Nachrichten. Kommt da schon das Wetter? Nö, wir sind ja noch im alten Wochenende. Was habe ich nicht erfüllt? Du hast deine Vertragsziele nicht erfüllt. Ja, ja, das kommt noch. Ne, Einladungsevent lassen wir. Okay, was wir aber machen können, ist hier diesen kurz betrachten. 700 Punkte, das reicht nicht. Wie sieht es hier aus? Oh, da ist doch echt schon wieder irgendwas gelb. Wo gibt es denn das? Und zwar gelb ist das Teil hier, die Steuerelektronik. Da müssten wir allen Ernstes auch schon wieder... Moment, das hier, wo sehe ich, in welchem Zustand das ist? Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Wir wechseln mal. Da gibt es keine Strafe. Das müsste besser sein. Wir gucken dann natürlich nochmal, wenn das Rennen anfängt. Weil ich möchte nicht schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, wo starten. Gut. Zurück zur Übersicht. Nein, nein, nein. Ja. Nächstes Wochenende. KI können wir lassen. Da sind wir jetzt auf 60. Und ich denke, das passt mal für den Moment. Das ist tatsächlich Mexiko. Das trifft sich gut, weil für Mexiko habe ich das Setting geladen. So. Jetzt. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das rauskommt. Wir sind natürlich wieder darauf angewiesen, beziehungsweise ich, dass wir vernünftiges Wetter haben. Sonst haben wir ein Problemchen. So, apropos Problemchen, hier haben wir die Wettervorhersage. Drückt mal die Daumen, dankeschön. Die Entwicklungen sind abgeschlossen, das freut mich. Und das Wetter, 3, 2, 1, 0. Okay, Schwein gehabt. Trockene Bedingungen, sogar Sonne zu Beginn im Rennen. Und dann bewölkt, das ist alles okay. Wir gehen nochmal hier hin. So, aber dann müsste das doch eigentlich ein cooles Rennen geben, müsste man meinen. Was hat jetzt da geblinkt? Ach, das war das, was beendet wurde. Das, was fällig ist. Gut, wir gehen zurück zur Übersicht. Dann kämen wir ja schon zum ersten Training. Soll ich wieder fragen, ob ich jetzt die Karre jetzt schon einstellen muss oder eher später? das ist immer so eine Sache. Ihr schreibt dann, das müsstest du langsam wissen. Ja, ja, klar, nur ich nehme halt wirklich andere Spiele auch noch auf, dann kriegt man durcheinander. Vor allem, was viele nicht wissen, das gehört jetzt eigentlich gar nicht hierher. Aber ich teste natürlich laufend neue Spiele. Und zu gucken, macht das Sinn, wenn ich die Let's Play oder zumindest mal vorstelle. Und wenn ich dann drei, vier verschiedene andere Spiele gespielt habe, wieder zu Formel 1 zurückkomme, dann kann es halt mal vorkommen, dass ich im Moment gerade nicht weiß, ob ich jetzt das hier einstelle oder ob ich das woanders einstelle. Ich stelle jetzt mal gar nichts ein. Wir simulieren mal, weil ich kann sie einstellen, wenn ich in der Karre sitze. Das ist klar. So, so viel zum Thema. Läuft die Aufnahme? Sie läuft. Ich bin zufrieden. Jetzt müssen wir hier nur noch Vollgas geben. Hallo und herzlich willkommen in Mexiko, Hallöchen. Wo sich die Teams bereits auf das heutige Training hier auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez vorbereiten. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie das ist klar, dass ich das wiederhole. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mhm. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Ja, ja, mach mal. Autodingens, hier diesen hier. Und hier Mercedes Mexiko. Laden, jawohl, dankeschön. So, und jetzt sind wir gerüstet. Und jetzt machen wir natürlich trotzdem noch ein, zwei Runden. Das ist auch klar. Und zwar eine fliegende. Wo ist mein Gaspedal? Hier unten. So, mal schauen, wie die Piste so ist. Wie gesagt, ich habe jetzt schon ein, zwei Runden gemacht, aber ja, das sind halt einfach ein, zwei Runden gewesen. Also ich würde jetzt trotzdem nicht behaupten, dass ich die Strecke kenne.
besser, aber ungefähr wenigstens. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber wir machen trotzdem. Oh, genau das hier ist die böse Kurve. Die kam fast nicht nur erwartet hier. Wir machen trotzdem zwei Runden, weil wir wollen natürlich trotzdem gucken, dass wir hier irgendwie unter Rennbedingungen noch ein bisschen was machen können. Weil davor, ja gut, habe ich zwar auch unter Rennbedingungen, weil ich wollte eben gucken, ob das Setting passt. Und es passt. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ob wir auf der Geraden Speed haben. Aber wenn man da guckt, wir haben 330 drauf. Klar, wir haben DRS aktiviert. Aber das müsste eigentlich reichen, dass wir nicht irgendwie völlig zurückfallen, wenn wir auf der Geraden sind. Weil, wie gesagt, also das wiederhole ich gerne nochmal. Man hat halt keine Chance. Wenn man langsam ist auf der Geraden, ich wüsste nicht, wie man da überholen will. Man kann in diesen Kurven nicht überholen. Das geht halt beim besten Willen nicht. Da bringt es nichts, wenn man dort viel schneller ist. Ah, jetzt kommt hier genau dieses Rundrum. Da kann man hier eigentlich schon wieder beschleunigen. Jawohl, und hier vorne. Die Stelle gefällt mir besonders gut. Das ist so eine, ja, nennen wir es doch einfach mal, Links-Rechts-Kombination, die man mit relativ viel Gas hier machen kann. Genau, befahren kann. Ein bisschen abkürzen, ist erlaubt. Solange man nicht erwischt wird, mein Gott. Da haben wir schon die zweite Runde, ich glaube nicht. Und irgendwie, also das mit dem Gaspedal, das scheint jetzt auch alles zu funktionieren. Ich habe es wesentlich näher vor mir. Da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber ja, wenn es dort bleibt, wo es ist, dann Halleluja. Weil das wäre schon ein angenehmes Fahren, wenn man auch ans Gas und an die Bremse rankommt. Das vereinfacht einiges, sagen wir es mal so. So, gut jetzt gemacht, fahren wir. Platz 1. Du hast gerade die bisher schnellste Runde dieser Session gefahren. Naja, beruhig dich, Chef. Ist nur Training. Wir fahren jetzt wirklich diese Runde schnell. Also so schnell, wie es halt geht. Und die nächste ist dann eh schon Kollege Qualify. Ah, hier kann man auch wirklich schön durch Tempo rüber. DRS sein eigenes Dingens, also von wegen, dass das natürlich das Ganze noch entsprechend beschleunigt. Auf was ich aufpassen muss, das ist, ja, das war wahrscheinlich schon halb eine Abkürzung. Diese eine Kurve, die ist tatsächlich relativ blöd. Also ich weiß jetzt noch nicht gerade, wo die kommt. Wir werden es rausfinden. So, hier ein bisschen halt vom Gas runter, genau, da kann ich hier die Curves eigentlich mitnehmen. Ja, das war halt auch schon wieder halb abgekürzt. Ich weiß nicht, ist im Training interessiert das kein, offensichtlich. Aber im Qualify und im Rennen ist natürlich dann, ja, das könnte eine Strafe geben. Jetzt raus. Hier die Kurve habe ich gemeint. Da muss man halt wirklich ordentlich bremsen. Aber dann kommt man nämlich hier auch relativ gut rüber. Bremse, habe ich ihn erwischt, keine Ahnung. Ein bisschen Platz hätte ich noch in der Vitrine. Dass wir noch einen hätten mitnehmen können. Ja gut, ich würde sagen, soweit alles klar. Wir parkieren hier mal, schnellste Runde, ja, alles in Ordnung, schnellste Runde, tipptopp. Wir wollen aber, wenn ich es denn noch finde, hier die Session beenden und gucken, ja, was wir hier im Qualify rausholen. Ich wäre natürlich froh, hätten wir eine Pole Position, das ist ganz klar, ja, das sind wahrscheinlich, oder wären wahrscheinlich alle, da bin ich nicht der Einzige. Es wird halt Zeit, noch einmal Ruhe. Einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu. Ja, machen wir. Jetzt, ich glaube, wir standen tatsächlich am Schluss auch noch zu Oberst. Das ist ja ein gutes Zeichen, aber das heißt dann halt eben doch nichts. Es ist halt doch nur Training. Man weiß ja nicht, wie die anderen fahren. Fahren die wirklich mit vollem Einsatz oder wollen die eher die Karre noch ein bisschen schonen? Also von daher, das Qualify sagt dann tatsächlich, was los ist. Okay, ich gehe tatsächlich nochmal kurz hier hin. Da ist aber, glaube ich, nicht viel passiert. Ne, dann können wir es lassen. Wie sieht es hier aus? Wurde eingebaut, ist auch ein bisschen gelb, sieht man hier. Wenn ich jetzt hier zack diesen mache, dann kriegen wir eine Strafe. Du hältst eine Rückversetzung, ne, dann lassen wir es. Dann hoffen wir, die Steuerelektronik macht mit. Sie ist nicht völlig kaputt, aber sie ist ein bisschen im Eimer. Gut, wir müssen simulieren. Was machen wir? Und jetzt heißt es alles oder nichts, die entscheidende Runde. So, das Setting nehmen wir ja mit ins Qualify. Aber jetzt hier erst nochmal kurz diesen. Nachrichten. Kommende Session, viel Glück, Dankeschön, Wetter ist so wie es ist. Das ist gut, dass sich das nicht auch noch wechselt. Das könnte nämlich auch noch ändert. Das könnte natürlich auch noch sein, dass dann plötzlich halt zwei Tage später weiß man, dass es samstags dann eben doch regnet. Das wäre dann eher bitter. Gut.
wir, nein, nicht Arbeitsplatz verlassen, sondern diesen hier. Wir gehen ins Qualifying. Allora, jetzt bin ich gespannt. Ich gucke jetzt trotzdem sicherheitshalber dann nochmal wegen dem Setting, aber es müsste ja da sein. Aber man weiß ja nie. So, was sagen die Leute zum Thema Mexiko? Es dauert nicht mehr lange, bis die Ampeln auf grün schalten und das Qualifying für den großen Preis von Mexiko beginnt. Schauen wir also mal, wer sich am heutigen Nachmittag die Pole Position holen kann. Ja, wir schauen mal. Das machen wir tatsächlich. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren... Kennen wir auch schon. Diesen? Jawohl, benutzerdefiniertes Setup geladen. Wir gehen zur Strecke. Konzentration, Herr Eisenberg. Bitte nicht genau vor der Kurve rauslassen. Dankeschön. Hoffentlich zuckt jetzt mein Lenkrad nicht wieder. Ja, ein bisschen, aber nicht schlimm. Geht eigentlich. Da. Lange Gerade. Wir haben wieder 340 km/h drauf. Also ordentlich. Ja, und ich müsste eigentlich Kampfmodus fahren. Also sprich, Fuß unten, Kopf oben. So irgendwie so in die Richtung. Wir haben den Geist hinter uns. Okay, das ist beruhigend. Das ist ja dann doch immer ein relativ gutes Zeichen, wenn man den nicht sieht, nämlich, dass man eben vorne ist. Und ich hoffe, der setzt sich jetzt hier auch nicht vor uns. Das muss definitiv nicht sein. Ich behaupte mal, die Passage, die jetzt kommt, da werden wir relativ schnell sein, in aller Regel. Weil ich hier wirklich rüberbrechen kann, ohne große Probleme. Man sieht es auch, glaube ich zumindest. Und alles natürlich mit guten Reifen, ganz klar. Ja, wir haben ihn sogar ein bisschen... abgehängt den Kollegen. Aufpassen auf die eine Kurve dann. Das wäre die hier. Da muss ich tatsächlich ein bisschen fester auf die Bremse treten. Kann hier aber Gas geben. Hier müssen wir auch nicht massiv auf die Bremse. Dann kommen wir hier schon wieder Richtung Startziel. Und das müsste doch eigentlich die Pole Position sein, müsste man meinen. Na? Ausgezeichnete Runde. Wir sind sehr zufrieden. Jawohl. Sehr gut. Jetzt würde mich noch interessieren, um wie viel schneller wir waren. Weil ich glaube, der war noch relativ weit hinten, der Kollege. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Der Falke, drei Weber und Zehntel. Max Verstappen. Okay. Fürs also Erste verabschiede ich mich von Ihnen. Nicht massiv, aber definitiv am schnellsten. Das ist natürlich sehr schön. Großartige Hallöchen. Leistung da draußen. Dankeschön. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Aber natürlich. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Großartiges Team, jawohl. Eine erstklassige Leistung Ihres alten Formel-2-Teamkameraden im heutigen... Wir freuen uns für ihn. Es muss sich großartig anfühlen, vorne in der Startaufstellung mit Lukas. Wer nicht erhöht, das kann nie schaden. Danke für den Kommentar. Gern geschehen. So, jetzt wird's aber wichtig, denn jetzt kommt Kollege Renn. Oder können wir da noch kurz was vielleicht machen beim Fee-Baum? Damit er wenigstens die nächste Entwicklung schon mal anleiern. Gut gemacht, eine solide Leistung. Dankeschön. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ich werde es versuchen. Okay, zack, Fee-Baum. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Eckflügel, Endplatten, Luftwiderstand. Gerne basteln, 1300, das wird immer teurer, das Zeug, das haben wir eh schon gemerkt. Im Motor gehe ich nicht, das brauchen wir nicht, weil da wird jetzt nicht... Ja, ich gehe doch noch schnell. Oh, das ist ja dunkelgelb, das Ding. Oh. Okay, wir müssen da wahrscheinlich tatsächlich auch nochmal was machen. Und nochmal eine Gridstrafe in Kauf nehmen. Aber nicht jetzt, wo wir hier auf der Pole sind. Also das möchte ich dann eben doch nicht. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Nö. Wir starten. Ab geht's ins Rennen. Und zwar von der Pole Position aus. Ich hoffe, da ist eine relativ lange Gerade nach dem Start. Das ist nicht ideal für so, wie ich starte. Sagen wir es mal so. Die Luft in Mexico City mag ja dünn sein, aber von der Stimmung kann man das nun beim besten Willen nicht behaupten. Die Menge singt und jubelt nicht nur jetzt am Nachmittag, sondern schon das ganze Wochenende lang. Sowohl die Liebe zur Formel 1 als auch die Erwartungen an dieses Rennen sind riesengroß. Hoffentlich kann der heutige Gran Premio in Mexiko diese auch erfüllen. Ja, das Autodromo Hermanos Rodriguez ist eine 4,18 Kilometer lange Strecke, auf der die Fahrer die Möglichkeiten ihrer Autos voll ausschöpfen und dabei Geschwindigkeiten von über 350 km/h erreichen können. Die Strecke bietet zahlreiche Überholmöglichkeiten, insgesamt 10 Rechts- und 7 Linkskurven.
Ja, schlechte. Also es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer nicht viele Überholmöglichkeiten. Nun, ich frage dich mal nach deiner die Meinung. Dann ja den anderen. Sie gehen mit einem komfortablen Punktepolster in dieses Rennen hinein. Für mich haben Sie schon jetzt eine Hand am Pokal. Das stimmt, Heiko, aber so darf Lukas derzeit auf keinen Fall. Wir sind weit weg davon. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das auf. Für uns zählt, jetzt haben wir dieses Rennen. Wir wollen hier was Gutes machen für Renault. Aha, muss ich noch lachen? Moment. Jetzt sagt er, glaube ich, nochmal was. Wir erwarten eine Platzierung unter den ersten 11. Zeig, was du kannst. Bei den ersten 11, wenn man auf der 1 startet. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Thema Renault. Da habe ich doch gerade gestern noch gelesen, da gibt es einen Skandal in der Formel 1. In der Realität, von wegen, dass sie an der Bremse rumgemacht haben. Da musste ich echt lachen. Weil wir hatten jetzt mindestens eine Saison lang immer Probleme mit der Bremse. Besteht da irgendwie ein Zusammenhang? Kann das sein? Nein, natürlich nicht, aber irgendwie eine nette Anekdote am Rande. Für Renault natürlich nicht sehr lustig, das ist auch klar. Gut, sagen wir mal, wir düsen los. Also, die Pole verteidigen, das wird mir sowieso nicht gelingen, aber einfach nicht zu viele an uns vorbeilassen, weil die müssen wir alle wieder einholen. Ja, die sind einfach schneller, wir sind sogar, wenn wir das Setting haben, schneller. Aber schlimm ist es nicht. Na ja, gut, jetzt kommen sie von allen Seiten, jetzt müssen wir hier natürlich aufpassen. Ich lasse die ziehen. Ja, die Pole ist natürlich jetzt komplett flöten gegangen. Ich wollte jetzt verhindern, dass wir ein Problem kriegen mit unserem Flügel. So, wir sind tatsächlich 9 Plätze durchgereicht worden, aber jetzt holen wir halt von hinten wieder auf. Das ist mir 10-mal lieber, wie dort ein riesen Manöver. Und dann kostet uns eben den Flügel. So, da habe ich gerade noch mal kurz die Bremse erwischt. Ja, alle noch nicht beisammen, also das müsste eigentlich schon funktionieren, dass wir hier den einen oder anderen noch holen. Okay, kein guter Start. Wir müssen wieder auf die richtige Spur kommen. Ich kann nicht mal Vollgas geben, weil die hier so auf die Bremse trampeln. Wo überhole ich denn hier am besten? Ja, man sieht schon, wir sind definitiv schneller als die. Also das Setting ist phänomenal. So, jetzt wäre hier ein Moment gewesen, wo ich überholen könnte. Dann hauen sie wieder ab hier. Rollen Vögel, Kollege Bartner und Co. Hier haben wir wieder die Ziehharmonika, das kennt man aus dem Narko. Den Bömmel nehmen wir dann nachher mit. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier an denen vorbeikomme. Ja, okay, die Windschatten. Ja, die sind auch schnell, man sieht. Also ich komme fast nicht an denen vorbei. Also um es exakt zu sagen, ich komme eigentlich gar nicht an denen vorbei. Ja, ein bisschen weh. Da müssen wir dann später DRS hoffen natürlich. Da müsste dann wieder was zu machen sein. Und hier muss ich halt tatsächlich wieder aufpassen, wie ein Wahnsinniger. Gut gemacht, super überholt. Da komme ich auch locker vorbei. Aufpassen, wie ein Wahnsinniger, dass ich nicht irgendwo hinten reinkachel. Und eben, ich sage es gerne nochmal, den Flügel dann kaputt haben. So ein bisschen anschubsen ist erlaubt, das ist kein Ding. Aber eben nicht hier mit dieses fast schon ungebremste hinten reinkrachen. Jetzt hier muss ich wieder bremsen. Die sind hier wesentlich langsamer wie ich. Die stehen hier teilweise sogar auf die Bremse, man sieht's. Aber jetzt gebe ich ja trotzdem auf Vollgas. Ich versuche ranzukommen, dass ich dann auf der Geraden dort eben einen Vorteil habe. Ja, reicht nicht. Wir brauchen DRS, anders wird das schwierig. Oder ich mache halt vielleicht nochmal noch ein wagemutiges Manöver und versuche ihn durchzukommen. Aber das sind genau die Situationen. Da ist dann eben, je nachdem, wenn man Pech hat, Feierabend. Und dann hat man tatsächlich irgendwie das Auto kaputt. Jetzt aber mit dem Windschatten arbeiten. Wir sind in der zweiten Runde, das heißt, DRS müsste eigentlich kommen. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Dankeschön. 18 Runden, allen Ernstes? Wow. Okay, das ist natürlich ordentlich. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe wieder früher gebremst, um eben wieder einmal mehr die Kollision zu vermeiden, aber ich glaube, wir sind an dem vorbei. Ja, den haben wir, wir sind auf der 6, ist besser. Der Start war natürlich grausam, aber ich konnte eigentlich gar nicht viel machen. Also wenn die halt einfach schneller starten, dann müsste man wahrscheinlich tatsächlich die Starthilfen, nicht die Starthilfen, die Fahrhilfen etc. komplett deaktivieren, dass man das selber schaltet etc., dann käme man wahrscheinlich hinterher. So ist es wirklich fast nicht zu machen, selbst mit diesen wirklich guten Einstellungen, die wir jetzt hier wieder haben. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein Freund dieser Mercedes-Einstellungen. Das ist der Hammer. Da hatten wir, immer wenn wir die Mercedes-Einstellungen hatten, hatten wir auch wirklich gute Rennen. Kann sein, dass hier die Reifen schon wieder ein bisschen aufgehen. Nach 3 Runden, das dürfte eigentlich nicht sein.
hier am Perez rankommen. Nachher kommt über die lange Gerade. Da wäre ich dann eigentlich gerne so nah dran, dass wir DRS bekommen. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, also mit DRS müsste das reichen. Aber wenn er jetzt über ein bisschen davon zieht. Na? Danke. Er hat natürlich auch DRS bekommen, aber der andere davor nicht. Hamilton, das sieht man, da sind wir massiv schneller. Ja, es ist halt, ich fahre ganz anders wie früher. Ich wäre jetzt früher hier wieder links rein, hätte wahrscheinlich Hamilton überholt, aber dann mit dem Ergebnis eben ganz einfach, dass wir wieder die Karre kaputt haben. Ich denke, das hier, dieses eher vorsichtige, ist definitiv besser. Haben wir? Nein, leider nicht, aber fast. Geh weg, du bremst mich. Jetzt kriege ich dich. Jawohl. Wir sind wesentlich schneller. Boah, da haben wir tatsächlich eine kleine Kollision gehabt. Gelbe Flagge ist ja weg. Das tut mir leid. Ich wollte ihn nicht abschießen. Also das wollte dann, oder das sollte dann doch nicht passieren. Aber, mein Gott. Hier kämpft ein Flugzeug, weil ich glaube, den habe ich tatsächlich irgendwie abgeschossen. Das tut mir leid für ihn. Aber so ist halt der Motorsport. Das ist ein Kampf. So, reicht das noch für Platz 1? Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Moment, müssen wir gucken, dass wir hier vernünftig vorwärts kommen. Wir sind auf der 5, das ist all das. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich möchte fahren. Ich wollte jetzt eine Frage sagen, eigentlich. Verstanden, geht in Ordnung. Habe ich hier DRS erwartet? Warum ist das denn jetzt nicht gekommen? Keine Ahnung. So, jetzt müsste es kommen, hier unter diesem Dienst da. Denkst du? Ist das immer nur eine Runde oder wie funktioniert das? Eine Runde DRS, dann stellen sie es ab und dann die nächste Runde ist wieder oder wie funktioniert das genau? Weiß das jemand? Da wundere ich mich jetzt wirklich gerade, weil es ist schönstes Wetter, also da kann man eigentlich das DRS nicht deaktivieren. Das bringt ja nichts, beziehungsweise das muss man nicht. So, mal gucken, ob wir hier näher an Perez rankommen. Ich hoffe es mal. Ja, näher dran sind wir. Dann müsste ich hier doch eigentlich auf der Geraden. Die Windschatten.